Hallo liebe Freunde der Politik, hier sind wir wieder bei Malta im Sandrock. Hier sind wir mit Chefpolitiker Fred unterwegs. Hier in Sandrock ist ja die Allianz. Jo, die tagt hier so ganz amüsant herum. Oh, und da hinten ist was, da müssen wir schon hin. Wir gucken, was hier noch so los ist. Wir haben jetzt schon Abend. Dann dürfte bald das erste Konzert auch starten. Was gibt's hier? Prinzessin Lumi. Neben meiner Elsie. Was ist denn du hier? Die einzige Tochter des Rattenkönigs. So, Nemo ist das größer als sie, okay? Nicht essen, Nemo. One thing I did get over, however, is my unhealthy obsession with Logan. Okay, meine Stiefmutter ist immer noch irgendwo da draußen, aber ich glaube, jetzt ist sie alles in Ordnung. Trotzdem hat sie versucht, mich umzubringen. Darüber kommt man nicht wirklich hinweg. Ja, worüber ich allerdings hinweggekommen bin, ist meine ungesunde Besessenheit von Logan. Okay, aber du hast ihn noch nicht in seinem neuen Outfit gesehen. Ja, sobald ich herausfand, dass er ein guter Kerl und kein Bandit war, war meine ganze Verblendung verflogen. Ich bin als Mäusemensch gewachsen. Es ist nicht so, dass ich etwas für mysteriöse, böse Jungs übrig hätte. Oh, wie ist dieser Militärtyp da hinten? Avery, sagst du? Ja, schnapp ihn dir einfach. Okay, was ist hier los? Ja, Weihnachten, wenn man von seinem Cousin hintergangen wurde. Und glaubt nicht alles, was ihr lest. Und gründet schon gar nicht eine Religion darauf. Ja, das sollte man sowieso nie. Baue niemals, ich meine niemals einen Zug des Untergangs auf der gleichen Brücke, die du überqueren willst. Früher war ich, wie viele von euch, verbittert, mörderisch, größenwahnsinnig. Oh, das kommt mir bekannt vor, aber mit diesem einen einfachen Ratschlag habe ich mein Leben umgekrempelt. Ja, ist doch super. Nicht mehr größenwahnsinnig zu sein, ist doch eine super Sache. Oh, boah, die Tierchen sind auch hier. Hey, Ixi, was ist los? Wie ist denn der tiefste Geräusch der Welt? Hui! Okay. Danke. Nemo aus, jetzt lass doch eigentlich die Prinzessin in Ruhe. Die Arme. Manchmal sagen die Maulwürfe den Minen für mich, sie singen in perfekter Harmonie. Das ist überraschend, weil sie so maulige Stimmen haben. Da könnte man ein Buch drüber schreiben. Der Gesang der Maulwürfe. Hey Coco, was machst du denn hier? Okay, der Mond scheint, genau. Das ist natürlich romantisch, oder wie das Ding heißt. Apropos, was ist Elsie eigentlich? Wie hätte das eigentlich geschafft, meinen Kreuzanker zu besuchen, wenn sie hier ist? Ja, Mumu, ich weiß. Komm, du bleibst jetzt mal lieber bei mir. Hey, Ulm, sich geht's so. Aber wir hatten auch schon gesprochen. So, mal hier gucken, was abgeht. Ah, hier müsste eigentlich das Konzert bald starten, oder? Sieht unser Plan aus. Das langweilige hier, bla bla, haben wir ja ausgelassen. Die Blue Moon Außenbühne. Cooper ist, haben sie eigentlich weggekehrt. Das ist gut, das hat auch gereicht. Eigentlich müsste jetzt hier die Kubo Band spielen von 21 bis 23 Uhr. Und dann kommen Luna und die Sternenlichter. Sternwichtel, habe ich gelesen. Oh Gott, ja, Weihnachten ist vorbei. Dann kommt Bankett, okay. Und das Luftschiff stürzt ab. Wird eingeweiht, meine ich. Oh, das wird auch nochmal spannend. So, also nein, solange hier noch nichts los ist, können wir nicht mal ein bisschen selber hier spielen. Bum, bum, bum. Geht leider nicht. Gut, komm, gehen wir mal hier. Dabei brauchst du eigentlich eine Brille. Hat mir noch nie einer was davon gesagt. Naja, ist ja gerade. Es gibt ja immer mal Geheimnisse, nicht wahr? Jeder sollte ein Geheimnis haben. So, und ihr guckt jetzt mal nicht hin, ne, Nemo? Barbarhund. So, ausgeknutscht. So, Hunde sind auch viel interessanter als knutschende Leute. Also hier ist noch nichts los. Da müssen wir noch ein bisschen warten, bis das hier abgeht. Hier ist auch wirklich kein Mensch. Ach doch, hier ist noch Alo. Ach, den habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Hey, Alo! Hey, ich schaue wirklich zu dir auf. Ich will jemand sein, der etwas bewegt, wenn ich groß bin. Genau wie du. Das ist natürlich leicht, zu mir aufzuschauen. Ich bin ja auch größer als du. Okay, danke. Kann ich dir was schenken? Nee. Ich kann nur mit dem labern. Okay. Lunas Vorstellung steht kurz bevor. Soll ich mich zur Blue Moon Bühne begeben? Ich bin doch schon da. Ja, naja, was soll's. So. Aber es ist ein dezenter Hinweis, dass hier gleich was los ist, vermute ich. Aha, Mian ist da drüben. Burgess da. Anscheinend scheint der Rest der Bevölkerung sich aber dafür nicht zu interessieren. Gut, Elo ist hier. Das ist wahrscheinlich nur Zufall. Wir sind an der Blue Moon Bühne. Wir singen gleich selber irgendwas hier. Juhu! Oder so. Was ist mit dem los? Hey, was geht?
Ich werde es all meinen Freunden empfehlen, Sandhog zu besuchen. Ja, sehr schön. Dann geht unbedingt bei Avio einkaufen. Er braucht dringend Kundschaft. Nachdem ihn jetzt der Musa hot findet. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber gut. So, Elsilein, dann warten wir mal hier. Machen nochmal dieses Handhalte-Ding. Ich habe ja Handschuhe an, ich bin noch gar nicht aufgefallen. Schick sehen wir aus, nicht wahr? Das Traumpaar von Centrock. Eine Optik haben wir eigentlich auch nicht. Wo hast du die Brille her? Okay. Dann warten wir mal ein Sekündchen. 23 Uhr. Ja, müsste gleich losgehen. So, schlingen wir, spulen einfach die Zeit ein bisschen vor. So, jetzt müsste es eigentlich gleich hier losgehen. Jetzt Remi Demi. Nochmal weggehen oder was? Ach, Mario. Okay. Du bist das drin. Kann wie auch sein. Ich bin nicht verguckt. Grace steht hier rum. Okay, nö, dann ist es draußen, weil hier ist nichts. Oh, jetzt. Wie sich das triggert, ist manchmal auch komisch. Aber gut, jetzt bin ich mal gespannt hier. High Life Luna, in Centrock! We love you! We're not worthy! Luna! 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 Look up at the sky. You can't help but wish as the stars pass you by. An ocean of wonder we're standing under. Won't you answer why? I still believe completely that our hearts were meant to sing. And in my dreams, you're dreaming next to me. The starlight, yeehaw! And the starlight hits the moonlight. I will see your glowing face, and I will see my fantasy. Oh, Owen ist schon ganz verliebt. Auch Logan ist da in seinem Outfit. And every night I think of you, and I hope you think of me. It won't be long at all until you see fantasy as it lives and breathes. And the starlight hits the moonlight. I will feel your glowing face, and I will see. Seeing Luna alive! I can die happy! This performance has been dedicated to you. Diese Vorstellung ist ausgewählt mit den Leuten von Centrock. Danke, dass ihr uns gezeigt habt, dass Wunder wirklich geschehen. Centrock, gute Nacht. So, jetzt weg von der Bühne, wir müssen aufräumen. Juhu! Gar nicht, dass wir kabellose Mikrofone hier haben, aber... wird es besser gesungen als die Kugo-Band. So, was ist denn hier jetzt los? Wir wollen eigentlich quatschen. Hey, Luna! Sehr schön gesungen. Und Jasmine, hat's dir gefallen? Juhu, tolle Party! Hey, erinnerst du dich, als ich dir vor einiger Zeit den Reiseführer von Centrock angeboten habe? Das war das einzige Mal, dass ich das gemacht habe. Meine Karriere als Fremdenführerin war sehr kurzlebig, wie die meisten meiner Karrieren hier. Außer als Postfrau.
Die hat das also nun bei mir gemacht. Ich hatte immer das Gefühl, dass ich mich entscheiden muss, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Wenn man anfängt, sein Alter zweistellig zu schreiben, das ist ein echter Weckruf. Oh ja, oh. Ab 10 geht's so langsam bergab eigentlich. Aber in letzter Zeit hat es mich nicht so sehr gestört. Wenn ich sehe, wie du die Probleme der anderen löst, ich denke, niemand im Dorf weiß wirklich, was er tut. Sie, mein Gott, sie hat es erkannt. Sie haben alles irgendwie herausgefunden, indem sie sich durchgemogelt haben. Mit der Hilfe von Freunden. Sie hat es gut erfasst. Die mogeln uns Gründer hier seit Anfang an noch durch. Kindermund tut Wahrheit kund. Also ja, ich werde es einfach tun. Versuche Spaß zu haben und hoffe das Beste. Und falls das nicht klappen sollte, ja, ich werde einfach versuchen, in allem gut zu sein, so wie du. Okay. Das ist ja süß, okay. Jasmine ist auch lustig geschrieben. Ach ja, nee, wir kochen jetzt nichts, glaube ich. So, alle sind weg. Also manchmal sind die bei den Partys ein bisschen komisch und sind trocken. Hey, super geile Party, wump, alle weg, gehen ins Bett. Dann bist du hier auf dem Land, ne? Ab 9 Uhr ist dann auch nichts mehr los. Hey! Deine Legende wächst handwerkender Mensch. Kraft wie die deine wird sicher in die Geschichte eingehen. Ja, das habe ich mir schon eine Weile aufgespart. Hübscher BH. Okay, ja. Gut, ja, dann kommen wir jetzt eigentlich nach Hause, Elsilein. Oh, ist auch schon spät. Dann machen wir jetzt unsere eigene Party weiter im in der Küche. So. Ist ja auch egal. So, dann war das. Bluna, was? Schön gemacht, das Lied, muss man sagen. Da haben sich ja auch wieder mal was einfallen lassen. Und es wurde auch nicht gestört von irgendwelchen Banjos oder sowas. Rathaus ist dann morgen Gipfeltreffen, nur für Delegierte. Da haben wir natürlich nichts mit zu suchen. Dann gibt es das große Mittagessen. Tag 2. Das war da, okay. Ja, gut. Dann haben wir noch das Frühjahrsbankett um 12 und die Einweihung des Luftschiffs am Tag 3. Das könnte allerdings ein bisschen eng alles werden. Chippy hatte Geburtstag. Oh, bist du ihn verpennt? Weil wir haben auch noch Logan hat Geburtstag und dann haben wir die Jagd nach Erinnerungen. Das kommt jetzt alles zusammen hier so ein bisschen. Das könnte interessant werden. Die machen Gipfeltreffen und wir machen Jagd der Erinnerung gleichzeitig. Naja, warum nicht? So, was haben wir denn hier? Flop. Eigentlich irgendeinen Auftrag angenommen. Ist auch ein bisschen Geld verdient. Der Laden muss laufen hier. Windiges Tuch? Was? Dafür gibt es so viel? Aha. Okay. Na gut, das ist ja jetzt so nebenbei verdient. Na gut, dann nehmen wir mal schnell mit. So, Elsilein. Ups. Dann gehen wir wieder in die Haie. Ziehen uns mal um und aus und alles. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Feinen Klamotten, genau. Wir renderlegen jetzt noch mal ein bisschen Bett rum und dann sehen wir uns morgen wieder. So, komm, Elsie. Auf geht's. Puh, das war anstrengend. Hallo! Oh! Meine Eltern haben gesagt, sie kommen heute Morgen an. Ich sollte besser zum Bahnhof gehen und sie abholen. Danach steht die Ankündigungssitzung des Gipfels an. Oh Gott, scheiß auf den Gipfel. Unsere Eltern kommen. Und Sandy hat die Hosen voll. Okay. Oh, wow, hier ist die Luft trocken. Ach, Vater ist schon wieder nörgeln. Hey, Fred, hey, wir sind hier. Jetzt wisst ihr auch, woher Fred seine blauen Haare hat. Die haben die echt blau. Schau dich an, du siehst so erwachsen und professionell aus. Das machen die neuen Schuhe. Bist du einfach gewachsen? Liegt vielleicht an den Schuhen. Ich sag's doch, die neuen Schuhe. Wir haben so viel zu erzählen. Fragt mich besser nicht, wo die Decken sind, die ihr mir mal geschickt habt. Wir haben genug Zeit, um uns auszutauschen. Bringen wir erstmal unser Gepäck ins Hotel. Kommt da noch jemand? Schritte. Hat aber nichts mit der Szene zu tun, glaube ich. Hier läuft wieder nur ein neugieriger Sanddrucker rum. Oh, ist das Bürgermeisterin Trudi? Wo? Ah, die hat sich angeschlichen. Aha. Ja, ich habe auch gleich gedacht. Da hinten steht er ohne.
Mayor Trudy. Bürgermeisterin Trudy, wir treffen uns endlich. Das heißt endlich? Haben die sich heimlich immer geschrieben oder was? Ich muss sagen, es war nicht nur eine Ehre, sondern eine absolute Freude, dein Kind hier in Sandrock zu haben. Dein Kind? Hallo, ich stehe neben dir. Fred, du hättest unser Dorf nur gerettet haben müssen und wir wären ewig dankbar gewesen. Aber du musstest unbedingt die extra Meile gehen und dabei auch noch eine wundervolle Person sein. Ja, Entschuldigung, hat mir keiner gesagt, dass ich das nicht darf. Hört sich nach dir an. Oh, Fred, hörst du das? Ich bin so stolz auf das, was du hier erreicht hast. Wahrscheinlich jeden im Dorf schon ein Bild von mir an die Tür geklebt. Ich bin auch stolz auf dich, Fred. Oh, ich habe eine Flasche von Jagdmilch mitgebracht, wie besprochen. Das hier ist die echte, frische Ware. Die exportierte Sorte ist gut, aber... Oh, probier es einfach selbst. Du trinkst sie kalt, oder? Oh, Trudy schmuggelt hier frische Jagdmilch. Harter Stoff. Nun ja, ich habe gelernt, sie kalt zu trinken. Als du noch ein Baby warst, Fred, um genau zu sein. Du weißt schon, Trudy, ich habe die Jagdmilch erhitzt, bin dem Kind hinterhergerannt und kam zurück, um sie kalt vorzufinden. Oh, war das jetzt meine Schuld? Immer diese Kindergeschichten. Ich hoffe, sie holen sich nicht auch noch ein altes Album mit Fotos raus. Das wird doch wieder so peinlich. Ach, stimmt genau, Jasmine hat mich genauso reingelegt. Ich bevorzuge heiße. Hast du noch eine Flasche? Oh, leider nicht, aber wir gehen schnell zum Blue Moon und holen deinen lieben Ehemann eine heiße Jagdmilch. Darling Husband, okay. Das klingt schön, es gibt hier so viel zu sehen. Fred, wenn die Feierlichkeiten vorbei sind, möchte ich, dass du uns alles zeigst. Oh Gott, das kann eine Weile dauern. Auch die Haufen auf der Jagdmilchfarm grüßen? Okay. Fred, es tut mir leid, dich von deinen Eltern wegzureißen, aber sie haben mich eigentlich geschickt, um dich nach Martelplatz zu bringen, um dich mit General Link zu treffen. Wir sind gleich hinter dir. Was? Wie? Oh, meine Süße, wir wollen dich nicht von etwas Wichtigem abhalten. Papa, lass uns unser Gepäck zum Blue Moon bringen. Danke, dass uns am Bahnhof abgeholt hast. Es sieht so aus, ob sie dich zu diesem Treffen schicken wollen. Mach dir keine Sorgen, du kannst uns später allen vorstellen. Und ich stimme deiner Mama zu. Ich möchte auch sehen, was du ja erreicht hast. Wir haben dich wirklich vermisst. Oh. Aber ich kann schon sehen, wie wichtig es für dich war, hierher zu kommen. Selbst deine Haltung zeigt mehr Selbstbewusstsein. Danke. Natürlich, ich war nicht begeistert von all dem Duvors-Kram. Aber jetzt ist alles sicher. Wir werden öfter zu Besuch kommen. Oh Gott, nein, bitte nicht. Wochenlang Staub geputzt. Okay. Entschuldigung, ich fange schon an, wie dieser Typ zu klingen, von dem du uns erzählt hast. Cooper? Nun gut, mach weiter. Ich denke, das ist es, was du tun sollst. Ja, meidet Cooper, habe ich gesagt. Meidet Cooper. Wir lieben dich, Fred. Wir sehen uns auf dem Platz. Ups. Oh. Ah, willkommen, willkommen, Fred. Warum sind wir in der Konstellation jetzt hier? Ja, das hätten wir uns nicht hingehen lassen. Brauchst du was von uns? Ich freue mich, mitteilen zu können, dass ihr alle Ehrengäste seid. Ich wollte persönlich sicherstellen, dass ihr hier seid, bevor die Reden beginnen und das ganze langweilige Geschwafel. Das ist sehr freundlich von Ihnen. Danke, General. Ja, da ist Mortimer schon nicht tot, bevor die fertig sind. Of course. Natürlich, natürlich. Please, bitte folgt mir. Did we miss anything? Haben wir was verpasst? Grace läuft wieder im Bikini rum. Ach du Scheiße. Hoffentlich sehen das meine Eltern nicht. Was sollen die von dem Ort denken? Ach du Scheiße. Ja, und hier ist alles dekoriert. Psst, es fängt an. Stell doch nicht immer, Vater. Mensch. Freunde, Bürger, Menschen der freien Städte, willkommen zum fünfjährlichen Gipfel der Allianz. Ja, der Gipfel, wo sind die anderen eigentlich alle? Saufen die hinter irgendeine Minibar oder was? Es ist bereits eine Ehre für unsere bescheidene Stadt, dieses Ereignis bisher auszurichten. Ich habe nur großartige Dinge über unsere Redner gehört. Lass uns einen Applaus für all unsere fabelhaften Freiwilligen geben. Ja, mein Vortrag hat ein bisschen lang gedauert. Lumi war beeindruckend. Und jetzt freue ich mich, euch die Ergebnisse unseres ersten Tages der Gespräche mitzuteilen. Es ist uns allen klar, dass das Duvors Imperium eine immer größere Bedrohung für unsere großartige Allianz darstellt.
Erster Angriff auf Sandrock, dann der mysteriöse Ritter in Portia und schließlich die Aggression gegenüber unseren Freunden in Ithea im Norden. Das kann so nicht weitergehen. Verschiedene Lösungen wurden vorgeschlagen, von denen einige in naher Zukunft als Politik ausgearbeitet und abgestimmt werden. Also komplett sinnlos sind, okay? Wir sind uns auch einig, dass die Stärkung der nördlichen Siedlungen, die an das von Duas obere Gebiet von Ithea grenzen, und die Entwicklung einer stärker vernetzten Wirtschaft der Allianz der Schlüssel zu unserer Sicherheit sind. Was? Okay, super. Es bleiben jedoch noch Fragen offen, wie genau dies umgesetzt werden soll. Wir werden viel mehr Kapitalinvestitionen und Kapazitäten benötigen, um unsere Pläne erfolgreich umzusetzen. Also wir haben kein Personal und kein Geld. Okay. Einige Delegierten brachten sogar die Möglichkeit auf, die Steuern und die wirtschaftliche Planung der freien Städte zu vereinheitlichen. Aber bisher steht dies nicht auf der Agenda, da wir alle unsere Unabhängigkeit schätzen. Okay. Die alle sind begeistert bei dem Thema Steuern. Okay. Aber eines waren wir uns einstimmig einig, was hier in Sandrock in den letzten Jahren passiert ist, ist nichts weniger als ein Wunder. Okay, alle sind hier interessanterweise. Ach, guck mal an, sogar Get steht da hinten, Luna. Mhm. Ach, meine Eltern stehen auch da. Grace im Bikini. Wird eigentlich nur noch Ski in seinen Badehosen. Na gut, sind alle wichtigen Leute versammelt. Ja, letztendlich könnte man ja Sandrock auch als gutes Beispiel für die anderen Städte nehmen oder als Hoffnungsfunken sozusagen, dass es eben auch aufwärts gehen kann, wenn man einige absurde Abenteuer einfach besteht und durchgeknallte Handwerker hat. And for that reason. Und aus diesem Grund haben sich die Delegierten des Gipfels dazu entschlossen, einige der Schlüsselpersonen persönlich zu danken, die unser Dorf zu dem gemacht haben, was sie heute sind, ist, was auch immer. Wir haben einige Auszeichnungen für herausragende Bürger von Sandrock vorbereitet. Jaha! Wer war das noch? Zuerst möchte ich einen Freund und langjährigen Kollegen, Sieg, auf die Bühne rufen. Yo, Sieki! Oh, was? Muss das sein? Komm herauf, Sieg, du hast das verdient. Herr Sieg, nachdem wir deine Geschichte gehört haben, waren unsere Delegierten sowie die anderen Forscher von Vega 5 absolut begeistert. Ja, hat natürlich herausragende Forschungsarbeit hier geleistet und das so ganz allein vor sich hin. Viele unserer Wissenschaftler sind dafür bekannt, mit dem Kopf in den Wolken zu sein und versuchen, die Technologie aus der alten Welt zu replizieren. Ja, wir haben einen hier. Der ist hier für den Kopf woanders, also was kann ich, was in dem Kopf überhaupt drin ist. Aber du hast deinen brillanten Verstand und eine unglaubliche, sture Hartnäckigkeit hier vor Ort eingesetzt und unsere freien Städte zu einem besseren und nachhaltigeren Ort für uns alle gemacht. Aus diesen Gründen und mehr, und weil die Tomaten gut schmecken, verleihe ich im Namen unseres Rates dir die Auszeichnung des Rats der Allianz für herausragende Leistungen im Bereich der Wissenschaft. Wird dann eher so Botanik oder Agrarwissenschaften sein oder so? Herzlichen Glückwunsch, Sieg. Ja, danke. Wo ist der Scheck? Manche Kämpfer sind im Handumdrehen vorbei, andere dauern ein Leben lang. Nicht alle Kriege werden auf dem Schlachtfeld geführt. Oh ja, ich war gestern lange auf der Toilette, das war ein Ding. Unter uns steht ein Mann, der uns all das erzählen könnte. Ein Krieg, der ein Leben lang dauerte. Jeden Tag ein Kampf. Und für alle seine Mühen wurde er bis gerade eben nur mit mehr Mühsal belohnt. Ist das hier nicht immer so? Noch mehr Mühsal, noch mehr Missionen. Dieser Mann wird in die Geschichtsbücher eingehen. Als Held, als Inspiration. Wenn ihr da kurz davor seid, aufzugeben, hoffe ich, dass ihr euch an diesen Mann erinnern werdet, der es nie getan hat. Genau. Jetzt haben wir Transpiration und Inspiration, aber sowas. Für den Mann, der immer an Sandrock geglaubt hat, möchte der Rat Allianz Herrn Mord die Auszeichnung Freie Städte für das Lebenswerk verleihen. Solange er noch lebt. Herr Mord, bitte kommen Sie auf die Bühne und nehmen Sie Ihre Auszeichnung entgegen. Mord? Hallo? Sind Sie noch da? Okay. Danke, Herr General.
Wir haben noch ein Auszeichnung zu vergeben. Eine, die uns fast entgangen wäre. Frau Mian, können Sie bitte auf die Bühne kommen? Okay, Mian. Danke euch allen. Es ist meine Ehre, die Auszeichnung Top-Handwerker der Handelsgilde zu vergeben. Ich dachte, sie kriegt die. Okay. Es schien nur richtig, dass ich die Person nominiere, von der ich dachte, dass sie am besten dazu passt. Das ist schwierig. Der Empfänger dieser Auszeichnung ist nicht nur ein großartiger Handwerker, sondern auch ein großartiger Freund für alle Menschen in Sandrock. Als ich dich zum ersten Mal traf, sagte ich, erinnerst du dich? Ich sagte, lass uns ein Versprechen machen, Handwerker zu Handwerker. Ein Versprechen, Sandrock zu seinen glorreichen Tagen zurückzubringen. Ja, das stimmt. Damals war ich mir nicht sicher, ob ich wirklich glaubte, dass es uns gelingen würde. Wir waren absolute Anfänger in 19 und hatten von nichts eine Ahnung. Schieß auf den Mond, denn wenn du daneben schießt, landest du immer noch unter den Sternen, wie sie sagen. Ach so, das haben sie bei Star Trek anders gesagt. Aber ist auch wurscht. Aber im Laufe der Zeit, und als ich dich diese Dinge tun sah, diese unglaublichen Dinge, was hat sie durch meine Fenster geguckt, wollte ich deinem Beispiel folgen und mein Bestes geben, um mein Versprechen an dich zu halten. Und dank deiner Hingabe, deiner harten Arbeit, deiner unglaublichen, merkwürdigen Fähigkeiten, deiner inspirierenden Präsenz und deiner erstklassigen Klamottenauswahl. Du hast dieses Versprechen gehalten. Nicht für mich, nicht für dich selbst, sondern für uns alle. Mit großer Freude teile ich euch mit, dass dies nicht nur meine Meinung ist, sondern auch die Meinung der gesamten Handelsgilde der freien Städte, dass unser nächster Top-Handwerker der freien Städte niemand anderes ist als du, Fred. Was? Ja. Danke. Willkommen im Club. Ja, toll. Kriegt ihr jetzt auch Mitgliederausweis? Es ist meine Ehre, diese Bühne mit dir zu teilen, Fred, bevor ich wieder einschlafe. Hey, herzlichen Glückwunsch, Fred. Hey, steht dir gut, Junge. Juhu, mein Junge. Hey, stand zur Wahl, ob du oder dein Handwerk an Porsche. Keine harten Gefühle, was? Alter Kumpel. Der ist komisch, synchronisiert, als hätten sie es da mit dem Handy aufgenommen. Ganz und gar nicht. Man kann nicht immer gewinnen. So, macht eine Verbeugung, ihr drei. Noch eine Runde Applaus für die Helden von Sandrock. Yeehaw! Hiermit beende ich die Ankündigung des Gipfels. Und jetzt lasst uns feiern! Gibt wir uns ein hinter die Binden oder so. Oh, direkt in den Blue Moon Salon rübergeblendet. So, rein das Zeug, Leute. Ist das ein Begräbnis oder was hier für eine Stimmung? Fred, hier kannst du eine Weile bei unseren Gästen sitzen. Ich habe dir einen Platz freigehalten. Da hinten ist die Kuhgruppe. Ich dachte schon, woher kommt diese komische Musik her? Nimm diesen langweiligen Avery, okay. Sollte ihn mit Lumi verkuppeln. Hallo und vielen Dank, dass ihr alle zufällig hier hingekommen seid. Lasst uns heute nach Herzenslust feiern. Morgen früh fahren wir mit dem Luftschiff. Ob wir das überleben werden. Aber jetzt Prost auf ein neues Zeitalter für Sandrock. Lasst uns loslegen. Was passiert, wenn das Ding wirklich abstürzt? Dann sind alle Führungen der freien Kräfte, der freien Städte sind dann hinüber. Sandrock kopflos. Alles tot. Spiel am Ende. Ich glaube, so endet das Ganze hier. Nachdem wir so lange aus der Ferne zusammengearbeitet haben, ist es schön, endlich einige von euch persönlich zu treffen. Ich habe seit Beginn an für euch alle die Daumen gedrückt und nun ist es wunderbar, selbst sehen zu können, was ihr alles erreicht habt. Die Sonne scheint, das Wetter ist warm und die Blumen und Gras erstrecken sich so weit das Auge reicht. Ich kann es kaum erwarten, meine Tochter herzubringen, all diese Veränderungen zu sehen. Seine Tochter? Ich glaube wirklich, dass Sandrock wieder auf der Landkarte steht. Ach, war man doch jetzt hier nicht? Okay. Warum verlaufen sich immer alle? Wir brauchen euch wirklich. Mit der Entwicklung von Porsche und Sandrock ist das Zentrum der Allianz nicht mehr ein Schwachpunkt.
Da kann ich nur zustimmen. Ich darf auch hinzufügen, dass es wunderbar ist, unsere beiden Highwinder hier zu sehen, die einen fantastischen Beitrag zu dem Prozess leisten. Sie sind wirklich ein lebendiges Beispiel für die Kraft der freien Städte, die zusammenarbeiten. Aber sag mal, wann gebt ihr unseren Handwerker uns zurück? Ich mach nur Spaß. Aber verdammt, ihr habt da wirklich die Sahnestückchen gesichert. Natürlich, Fred, ist das Sahnestückchen. Um unsere Unterstützung zu zeigen, habe ich ein paar Geschenke mitgebracht. Samen und etwas aus unserer Botanikschule, um eure Pflanzenteams zu unterstützen. Und wir sind auch nicht gerade neu im Pflanzspiel, also würden wir uns freuen, mal zusammenzuarbeiten. Jetzt halt sowieso die ganzen Erkenntnisse mit allen teilen, oder? Damit die Allianz nach vorne kommt. Ich sollte Sieg eine Tournee machen. Ah, natürlich. Mist, wir müssen teilen. Ich sehe, was du gemacht hast. Oh, by the way, übrigens, Bürgermeisterin Toni, ich hoffe, Sie werden meine Worte während des Gipfels berücksichtigen. Die Duvos-Affäre hat einen ziemlichen Einfluss auf unser zartes Friedensabkommen mit Ihnen. Das muss aber sehr zart sein. Ja, das bezweifle ich nicht. Ja, zu schweigen von den schrecklichen Nachrichten aus Borsche. Was ist eigentlich aus deinem mysteriösen Ritter geworden, Gail? Du weißt schon, derjenige, der ein Viertel deiner Stadt mit diesem Weltuntergangsgerät zerstört hat. Ja, die nennt sich jetzt Wendy. Okay. Malerisch. Was den mysteriösen Ritter anbetrifft, er ist spurlos verschwunden. Das ist ein bisschen seltsam. Stimmt, wir arbeiten mit den fliegenden Schweinen zusammen, um ihn aufzuspüren. Nach dem Vorfall in Porsche haben wir auch die gesamte Militärhierarchie durchsucht, um nach weiteren Duvos-Spionen zu suchen. Zumindest bis jetzt haben wir keine gefunden. Gibt es Anzeichen dafür, dass Duvos ihre Landgewinne in Ethea ausweiten wird? Wird die Allianz reagieren? Meine Siedlungspläne wären zunichte, wenn es zu einem echten Krieg käme. Das kann man wohl sagen. Das liegt in der Entscheidung des Rats, aber die Wächter sind bereit. Meine verehrten Delegierten, heute ist ein Grund zum Feiern. Lasst uns die Stimmung leicht halten, ja? Ja, natürlich, natürlich. Es ist dieser Jagdmelch. Mein Mund ist nicht zu bremsen. Ich werde noch ein Glas trinken, um uns wieder gut zu machen. Ja, die Jagdmelch, die macht eine lockere Zunge. Bürgermeister Toni, eure Dorfkapelle hat einen ganz einzigartigen Sound. Ein bisschen Country und ein bisschen Rock. Ich würde sagen, ein paar Heavy Metal Vibes. Das ist eine Cooper, der keine Gitarre spielen kann. Ja, das ist unsere Kugo-Band. Cooper ist ein Ranger und Hugo ein Schmied hier im Dorf. Ich habe unseren Direktor Xi nicht gesehen. Schade, dass er nicht gekommen ist, obwohl ich nicht überrascht bin. Ich habe gehört, dass er hier die Raumschiffsruinen erforscht. Es sind die Ruinen des Sternschiffs, Administrator Curie. Ihre Annahme ist nicht unbegründet, aber ihre Schlussfolgerung ist falsch informiert. Was? Wo ist der? Oh nein! Oh Gott! Wie sieht der denn aus? Was macht der da? Okay. Okay. Moonwalk! Juhu! Ein Dancing Robot. Okay. Nicht an den falschen Knopf. Ein tanzender Roboter. Und er tut niemandem etwas zuleide. Ja, das wundert mich auch. Wir leben alle noch. Grüßerchen. Juhu, Party. Okay. Jetzt ziehe ich dir die Hosen aus, mein Freund. Zack. Nicht schon wieder. Juwel von Alfaula. Was ist das? Genieße die Party und warte auf den morgigen Tag. Alle amüsieren sich auf der Party und treffen sich mit ihren Freunden. Amüsier dich und mach dich bereit für die Fahrt mit dem Luftschiff morgen. Oh, wir kriegen endlich die Jagdmelhosen und die Jagdmelstiefel, damit wir wie ein kleines Jagdmel aussehen. Oh, nee. Okay, na gut. Das gehört dazu. So, wir müssen nochmal mit Mama und Papa reden. Und hier gibt es auch noch ganz viel. Ach, was macht er denn hier?
Mann. Crafty, Wookie, Cheeky, Gatsby. Aha. Was ist mit dir? Ich bin herumgekommen, hab Dinge gesehen, hab viel erlebt. Nichts überrascht mich mehr wirklich, aber ihr habt es geschafft. Also zieh ich meine Maske vor dir, Fred. Gratulation dazu, dass du Sandrock wieder groß gemacht hast. Congrats on making Sandrock great again. Okay. Ich meine, der könnte auch ein guter Spion sein. Ich meine, der läuft überall rum. Ach, der hätte das auch, oder? Keiner verdächtigt den. Hm. Was wird mit ihm im Auge behalten? Komm, wir kaufen uns nochmal. Ach, wir haben Rabatt bei ihm. Kaufen uns nochmal ein paar Beutelchen. Ein Katzenbild kann man auch mal gebrauchen. So, dann hast du auch wieder was verdient, mein Freund. Okay, dann wollen wir uns mal hier in die Party schmeißen. Ach so, Mann, Heidi, apropos. Ich hoffe, das Kleingeld dabei. Hier sind deine Tücher. So, und dann... Shi, wie siehst du eigentlich aus? Hallo, willst du mir Konkurrenz machen? Ich bin der Bestaussehendste hier. Du hast es. Ich hatte diese Begegnung mit einer Federquote von 1% vorhergesagt. Ja, ich habe deine Gewohnheiten und Verhaltensweisen aufgezeichnet. Was ist daran so seltsam? Gar nichts. Aber immerhin hat er nicht mehr seine Badehosen an. Und das ist ein großer Fortschritt hier in Sandrock. Ohne Badehose geht es doch besser. Vielen Dank fürs Zuschauen und gucken wir mal, wie es hier weitergeht. Wir werden noch ein bisschen was essen und ein bisschen Stimmung reinbringen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.